So, kommen wir zu Loon. Loon. Meinten sehr viele, soll ich auf keinen Fall verpassen. Produziert von Aside und Magestick, Mixmaster von Lex Barkey. Oh, hier ist endlich Fatih TV wieder dabei, Alter. Fatih, bei KMN Gang war Fatih auch nicht dabei. Hat mich gewundert, Alter. Lange nicht gesehen, Mann. Director dieser Bobby. Ah ja, Konzept auch. Okay. Cool, dann bin ich mal gespannt. Kommt sie daher? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war oder so, aber wahrscheinlich kommt sie dann da. قسما بالله اللي اسمع همسا يحكي ويا مواطن عراقي او بعثي الا اطر بيدي. Könnt ihr mir ab und zu irgendwas übersetzen oder so, wenn's wichtig ist? Wäre gut. سمعت زين. Das ist so krank, ne? Wir leben hier in unserem wunderschönen Deutschland, meckern darüber, dass wir, weiß ich nicht, irgendwas machen können oder sonst was. Und in solchen Ländern passiert so eine Scheiße, ne? Ich bin froh, dass ich in Saudi-Arabien, Irak, Syrien etc. war vor 2000, ne? Ich bin ja, ich glaube genau 2000 sind wir zurückgekommen. Und, Digga, es ist halt... Es ist alles verdient. Das große Geld, große Haus haben wir uns verdient. Platz 1 in den Charts, hol ich für die Familie. Boah, jetzt vergleicht mal ganz kurz. 187 flext mit Armee und sonst was und sie ist froh, dass sie nichts mehr damit zu tun hat und ja, und stellt das halt genauso dar, ne? Nach dieser Scheiße haben wir es verdient. Wir haben es einfach verdient. Mamas Tränen fließen vor Glück. Wirst vom Kopf zu den Füßen beschmückt. Will nur nach vorne, ich drehe nicht um. Immer weiter, wir gehen nicht zurück. Ihr wart im Heim, ich war noch nicht geboren. Seid nach Deutschland gekommen und hattet alles verloren. Bin nicht daheim, aber macht euch keinen Kopf. Eure Tochter wird reich, mache alles vor. Also ich sag ganz ehrlich, ich kann mit der Musik relativ wenig anfangen, aber im Zusammenhang mit dem Video muss ich einfach sagen, gerade ich fühle jede Zeile von ihr, ja. Ich mach euch stolz. Es ist alles verdient. Und das ist schon mal meiner Meinung nach, was wollte ich jetzt sagen? Verdammt, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Scheiße. Ich weiß es nicht mehr. Genau, das wollte ich sagen. Never judge a book by its cover. Egal, wer im Deutschrap irgendwelche Flex-Songs macht. Das ist halt auch nochmal die andere Sache, warum ich auch sage so, okay, ne? Ich kritisiere es nicht so hart, weil man kennt die Geschichten dahinter nicht. Man weiß nicht, aus welcher Ecke die kommen. Man weiß nicht, was passiert ist. Ne? Und jetzt sind sie halt froh, wenn es denen gut geht. Und ich finde so ein Video, also dieser Song, dieses Video ist gerade so wichtig für so viele andere Songs, wo man nicht versteht, ey, warum flext er, dass er Platz 1 ist? Warum flext er, dass er jetzt eine Rolex hat? Warum flext er, dass er für Mama alles tut? Was wir ständig kritisieren, bei jedem verdammten Song steht irgendwas oder wird irgendwas gesagt, ja, für Mama. Ja, aber warum ist das überhaupt so? Genau wegen so einer Vergangenheit. Ja.
Ich meine, klar, mir gehen die Songs trotzdem auf den Sack. Ich will nicht zum 500. Mal sagen, hören, dass jemand ein fettes Auto hat und sonst was. Aber trotzdem, finde ich, muss man immer noch, auch wenn es einem wirklich nur noch wie eine mainstreamige Maschine vorkommt, muss man immer noch daran denken, da ist ein Mensch hinter, ja. Da ist ein Mensch hinter, das wird schon irgendwo seinen Sinn haben. Man muss es nicht feiern, man muss es nicht gut finden, aber vielleicht mal ein bisschen hinterfragen. Und ich finde, das macht das Lied gerade mit mir. Mama und Papa, es ist alles für sie. Sie spricht Französisch? Wusste ich gar nicht. Euch beide gegeben für mich. Dass ihr geweint habt, ergibt jetzt einen Sinn. Eure Kinder habt ihr Opfer gebracht. Ihr habt's vom Krieg in Irak bis hier nach Deutschland geschafft. Deswegen werde ich... Krieg im Irak. Also Irak war das, ja? Meintet ihr vorhin, glaube ich, Nordirak oder sowas, ne? Ich wusste gar nicht, warum Französisch? Was hat das damit zu tun? Also ich hätte jetzt gedacht, weiß ich nicht, wo wird noch Französisch geredet? Algerien oder sowas, ne? Aber Irak hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Nie vergessen, wo ich herkomme. Euer Lächeln ist alles, wofür mein Herz klopft. Ich mach euch stolz. Es ist alles verdient. Alter, das sieht halt einfach wirklich aus wie wo ich gelebt habe. 97. Sieht alles genau gleich aus. Das ist krass, Mann. Egal in welchem Land du da warst, ne? Wahnsinn. Pff. Crazy, Alter. Crazy, hätte ich nicht mit gerechnet, Mann. Also ich versuche das trotzdem noch irgendwie zu teilen, ja. Also musikalisch, ich kann damit nicht viel anfangen. Muss ich halt real sagen, ne? Ich bin natürlich trotzdem ehrlich. Ich kann nicht viel mit der Musik anfangen. Trotzdem in Verbindung mit dem Video hat mich schon zum Nachdenken gebracht, ne? Gerade diese ganzen Sachen, die man eigentlich immer so für normal ansieht, ne? Dass ihr euch morgens einen Kaffee machen könnt. Dass ich hier eine scheiß Monsterdose immer hab. So belanglose, einfache Sachen, die für manche Menschen auf dieser Welt alles andere als normal sind, ne?